Der zweifache Let's Dance Gewinner und Publikumsliebling Christian Polans spricht jetzt offen über seine wohlverdiente Auszeit. Für Christian Polans war die vergangene Ausgabe von Let's Dance 2023 hochemotional. Gerade das Aus mit seiner Tanzpartnerin Sharon Batiste dürfte den 45-Jährigen beschäftigt haben. Denn bereits vor dem Halbfinale der diesjährigen Staffel mussten die beiden die Segel streichen, trotz satten 30 Punkten von der Jury. In seinem Kofftalk vor einigen Tagen zog der Let's Dance Profitänzer und Publikumsliebling deshalb zwar ein insgesamt positives Fazit von seiner Zeit in der RTL-Tanzshow. Doch angesichts der Top-Wertungen sicherlich mit einem gemischten Gefühl. Und auch an etwas Kritik sparte er nicht. Es wurden ja wieder Superlativen gebrochen mit den neuen meisten 30 Punkten ever. Ihr wisst, das hat nichts mit Anna zu tun, die hat fantastisch getanzt. Ich mag nur solche gewollten Superlative nicht so gerne. Best ever ever hier und whatever. Das ist meine persönliche Einstellung zu den Dingen, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob es jetzt so ist oder nicht. Ich finde es einfach nicht so cool, solche staffelübergreifenden Sachen miteinander zu vergleichen. Doch bei aller wohlverdienten Kritik, die letzten Monate und die Profi-Challenge haben den 45-Jährigen extrem geschlaucht. Deshalb dürfte es vermutlich niemanden so richtig überraschen, dass Christian Polans jetzt ganz offiziell von einer Auszeit spricht. Was er damit genau meint, lest ihr in den nächsten Abschnitten. Let's Dance, Star Christian Polans. Das sagt er zu seiner Auszeit. Trotz aller Schmerzen und der anstrengenden Profi-Challenge kommt Christian Polans auch in der Let's Dance freien Zeit nicht so schnell zur Ruhe und bestätigte in seiner neuen Instagram-Story, dass er erst am vergangenen Wochenende an einem weiteren Projekt gearbeitet hat. Doch gleichzeitig sprach er auch von seiner wohlverdienten Auszeit. Ich habe mir mal eine Auszeit gegönnt. Zumindest mal einen Tag, nachdem wir ja noch ein Projekt am Wochenende hatten. Jetzt eine Woche zu Hause und ein paar Sachen erledigen. Tatsächlich ist dann auch noch nicht Schluss. Denn für Christian Polans geht es danach noch in den wohlverdienten Urlaub auf Tunesien. Dort freut sich der Let's Dance Star nicht nur auf leckeres Essen, Sonne, Meer und viel Entspannung. Sondern vielleicht auch auf den einen oder anderen Tanz, natürlich rein privater Natur.